Und selbst wenn eines Tages der letzte Hochofen erloschen, die letzte Zeche verwaist ist, zweimal im Jahr wird der Ruhrpott kochen, wie in guten alten Zeiten. Schalke gegen Dortmund, Blau-Weiß gegen Gelb-Schwarz. Gewiss, um Bundesliga-Punkte geht es hier auch. Für die meisten Fans aber geht es um weit mehr, schlicht um die Ehre. Wer ist Chef im Revier? Das, was Kohle und Stahl betrifft, doch eigentlich nur noch in der Erinnerung weiterlebt. In den Kolonien wohnen längst keine Bergleute und also auch keine kickenden Knappensöhne mehr. Den FC Schalke aber gibt es noch immer. Schon der Name des seit 1973 verwaisten Stadions unterstreicht die Verbindung zum Bergbau. In der Kampfbahn Glückauf, 1928 erbaut, feierten bis zu 70.000 Stehplatzbesucher die ersten blau-weißen Triumphe. Nicht zuletzt die 7 deutschen Meisterschaften von Kuzora und Co. Und alles mitten im Milieu. Die Kampfbahn lag in unmittelbarer Nachbarschaft zur längst stillgelegten Zeche Konsolidation. Der Verein und seine Kampfbahn, die Pokale und Skandale, ein Stück Heimat, an die sich Schalkes einst bei Dortmund spielender Manager sehr wohl erinnert, Rudi Assauer. Ich kann mich erinnern, mein erstes Spiel als Profi bei Borussia Dortmund, damals gegen Schalke 04, hier in der alten Glückauf-Kampfbahn. So, da passten normalerweise, sage ich mal, 30.000, 35.000 Zuschauer rein, aber an dem Tag waren 45 oder 50 drin. Wie die untergekommen sind, weiß bis heute kein Mensch. Nur ich kann mich daran erinnern, dass der Linienrichter nicht mehr an der Linie laufen konnte, sondern einen Meter im Feld war, weil die Zuschauermassen einfach hinter ihm standen. Und auch einige es gewagt haben und doch wurde nicht moniert, dass sie auf der Torlatte oben gesessen haben, um das Spiel zu gucken. Noch immer sieht auf Schalke alles ein wenig anders aus. Die Häuser sind vor jedem Heimspiel wie für eine Prozession geschmückt. Die Tageslosung: Schalke ist das Höchste, was ein Mensch werden kann. An die Helden von einst erinnert zumindest ein Zeitungskiosk. Schalke Sieger aller Orten. Selbst dort, wo man es nicht vermutet. In Blau-Weiß leuchtet sogar die Dönerbude auf dem Marktplatz. Der traditionsreiche Sportverein scheint als Trost und Sinnstifter einer ganzen Stadt. Schalke unser, das ist bis heute so geblieben. Wir sind zweite Liga erfahren, wir haben also ganz andere Zeiten miterlebt und auch leiden eigentlich ganz anders mit dem Verein, denke ich mal, oder sind auch ein bisschen stolz darauf, diese Niederung mitgemacht zu haben. Wir haben immer noch die höchsten Arbeitslosenzahlen in ganz Deutschland, das haben wir nicht vergessen. Nur auf Schalke merkt man nichts davon. Schalke-Fans sind Arbeitslose, Sozialhilfeempfänger, Millionäre. Das alles geht auf Schalke. Alles integriert sich für Schalke. Und das ist das, was Schalke ausmacht. Schalke ist eine Religion. Man kann Schalke nicht erklären, man muss Schalke erleben. Gezeichnet von Höhen und Tiefen, gebettet in eine mächtige Industriekulisse, kommt auch die Dortmunder Borussia daher. Tradition lässt sich trefflich vermarkten. Der Megastore, voll mit gelb-schwarzen Fanartikeln, ist ein Muss auf jeder Stadtrundfahrt. Auch die Gospelsänger aus dem amerikanischen Buffalo haben reichlich eingekauft, bevor sie spontan, wirklich spontan, ihr Preislied auf die westfälische Balltreterstadt anstimmen. Dortmund, 6-mal deutscher Meister, ein Champions-League-Sieg 1997 gegen Juventus Turin. Aber was zählt schon Juve, solange es Schalke gibt? Das Duell der Nachbarn. Dortmunds altinternationaler Aki Schmidt erinnert sich. Ich komme ja eigentlich vom Straßenfußball her
Und damals gab es eigentlich nur Straße gegen Straße. Und da hat man sich auch gegenseitig, ich meine direkt nicht immer vermöbelt, wenn man verloren hat oder gewonnen hat, sondern es war immer eine Rivalität da. Die war da, weil einfach, glaube ich, auch man so nah zusammen wohnt. Ja.